Verdammt. Scheiße. Oh, mein Nachbar, der wird gleich an eine Dings schlagen, an eine Wand. Ah, verdammte Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Kacke. Ah. Es ist echt zum Kotzen. Ich habe keine Diamanten mehr. Nein, ich bin so eine Hohlbratze, Alter. Ich bin so eine verdammte, verkackte Hohlbratze. Sorry, Leute. Aber mich selbst beleidigen, das kann ich immer noch am besten. Oh, wir dürfen uns den ganzen Scheiß woanders wiederholen. Ich gehe nie wieder in Höhlen. Nie wieder, versprochen. Psst. Alter, ich cheate mir das jetzt so. Cheate ich mir jetzt alles zurück. Cheat. Je verlorene zurück. Oh Mann, oh. Geht aber gar nicht. Na, dann leck mir hier an die Füße. Verdammt. Ich habe da gerade eine Wohnungstür gehört. Nicht, dass hier gleich klingelt. Aber wenn er hier klingelt, kriegt er ein paar Takte zu hören. Dann nehme ich das Mikro mit zur Tür. Und dann scheiße ich dem auf die Füße. Ist mir scheißegal. Das ist eine herbe Niederlage. Ich habe nicht mal mehr Holz da. Ich habe gar nicht... Oh, scheiße. Oh. Mann, alles, was ich mir gesammelt hatte. Ach, das ist doch sowas von ärgerlich. Das ist doch verdammt ärgerlich. Und ich gehe extra noch in die Höhlen rein, weißt du? Oh Mann, ey. Hey, unser Fleisch ist aber fertig. Es ist doch echt zum Kotzen. Oh, das tut mir auch echt leid. Scheiße, muss ich doch nochmal in Höhlen gehen auf Diamantensuche. Ah, oh, ich bin wieder zu gierig gewesen. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Hey, aber wir haben Obsidian. Ja, darf ich jetzt erstmal zusehen, dass ich hier wieder irgendwo Holz abbaue? Ich hoffe, ich habe hier irgendwo noch eine Axt. Und im Hintergrund läuft Metal Gear Solid. Also ist doch die Playlist richtig am Laufen. Dann kommt nur nach dem Lied Water Temple aus Final Fantasy 1, kommt erstmal ein bisschen Stille. Ich will das jetzt nicht hören. Pianomusik jetzt auch nicht. Nicht so Trauermucke. Oh, das ist geil. Die Schiffsmusik von Final Fantasy 1. Obwohl ich hätte für dieses Lied einen Verbesserungsvorschlag. Aber ich finde das mit den Gitarren finde ich dann nicht so schön. Weil dafür ist das Piano am Anfang viel zu... Ah, so viel, so... Ach, schön einfach. Obwohl es auch ein schönes Lied. Ich mag es. La 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 la. Bei Nacht bauen wir Holz ab. Das ist eine schöne Sache. Das mache ich so gern. So gern, ich baue Holz. Ach ja. Ach, ist das geil. Ein geiles Lied. Ich bin sowieso so ein Musikfetischist. Ach, ist das geil. Ja, ansonsten ist das Leben echt besser geworden. Also ich bin lange nicht mehr so unzufrieden wie noch vor ein paar Wochen. Ich glaube, ihr habt es auch so ein bisschen gemerkt. Ich war auch immer so ein bisschen gestresst.
Und habe auch immer oft rumgeflucht und es ist aber alles anders geworden. Ihr habt ja alles mitgemacht, ihr habt das ja live miterlebt. Ich nehme da ja auch kein Blatt vorm Mund, weißt du? Ihr seid zwar nun jetzt keine... Ihr seid zwar jetzt nur virtuelle Freunde. Ihr seid ja eigentlich nur Fans, ne? Privatleben geht euch eigentlich überhaupt gar nichts an, aber... Ihr seid dann schon so eine Art, ich sag mal, dritte Familie für mich. Weil meine zweite Familie sind halt die Gäste und Kollegen auf der Arbeit. Und deswegen, wie gesagt, ihr seid mir auch wichtig. Ihr seid mein täglich Brot. Nein, seid ihr natürlich nicht, weil ich an euch nichts verdiene. Ich will es auch gar nicht. Ich will da nicht irgendwelche Anforderungen erfüllen müssen, die ich nicht erfüllen kann. Ich möchte nicht irgendwelche wie nennt sich das denn jetzt? Ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann, und das alles ist mir total wichtig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich will mich auch für niemanden verstellen müssen und gar nichts. Ne? Deswegen bleibe ich zu euch auch immer ehrlich und sage euch dann lieber mal, auch wenn ich irgendwen von euch, der selbst Let's Play nicht so gut finde, ich sage demjenigen das lieber. In der Hoffnung, dass derjenige dann hinterher nicht sauer ist, meinen Kanal deabonniert, blockiert oder sonst irgendwas. Ne? Ich meine das garantiert nicht böse, es ist immer nur ein gut gemeinter Rat, wenn ich zu jemandem sage, du bist Mittelmaß oder... Du bist leider schlecht, ne? Ich meine das überhaupt nicht böse. Ich meine bei niemandem was böse. Es sei denn, mir tritt jemand auf die Füße. Das erste Mal und zweite Mal kann mir vielleicht noch jemand auf die Füße treten. Das dritte Mal gibt es einen Tritt in den Sack. Zurück. So, halt. Tut mir leid, dass ich auch so ein bisschen nebenbei am Tickern bin. Es gehört halt einfach so ein bisschen dazu. Also ich beschäftige mich auch viel mehr wieder mit anderen Menschen als in der letzten Beziehung. Also das war echt eine scheiß Sache. Weil man halt auch alles durch eine rosa Brille sieht, wisst ihr? Ihr habt das bestimmt auch schon mal erlebt. Ihr wart total verliebt und sowas. Und hab dann Sachen gemacht, die total, ja, eigentlich total unlogisch waren oder, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Zumindest die meisten von euch. Ne? Viele von euch haben wahrscheinlich noch gar keine Freundin gehabt. Ist aber auch ganz normal, also in dem Alter teilweise 13, 11, 13. Ich habe meine erste feste Freundin, habe ich die mit 16 gehabt? Und, da war ich anfangs dann noch immer ziemlich enttäuscht, weil ich bin auch so ein Mensch. Ich habe grundsätzlich irgendwelche Mädels erwischt, die sich dann hinterher irgendeinen Kerl gesucht hatten. Irgend so einen Macho-Typen. Und, hab eigentlich immer das Glück gehabt, dass nicht ich mit den Mädels Schluss gemacht habe, wenn ich die Schnauze voll hatte, sondern die meistens. Weil die halt total unberechtigterweise die Schnauze voll hatten, weil sie total unreif in der Birne waren. Weil ich meistens auch irgendwie jüngere Freundinnen hatte. Die da meistens 2-3 Jahre jünger waren. Ich muss mal ganz kurz was schreiben.
Nee, dann irgendwann, ich habe mir auch extrem viel Zeit gelassen, erstens was eine Freundin anging und dann auch, ich weiß noch ganz genau, mein erstes Mal hatte ich dann mit, ist ja für viele von euch noch kein Thema, für einige aber schon. Nee, was wollte ich denn jetzt? Ja, es ist, wenn man sich ablenken lässt. Sorry. Aber ich habe jetzt auch gerade geschrieben, ich bin jetzt immer noch am Aufnehmen. Ich habe leider nicht so viel Zeit, sage ich so. Nee, ich habe mir da Zeit gelassen, bis ich 18 war. Und ich wollte mich aber nicht für die Richtige aufsparen. Es war einfach... Es war einfach kein vernünftiges Vibe dabei, mit dem man länger zusammen war. Ich sage auch ganz bewusst Vibe, weil es halt irgendwelche... Wie würde mein Vater jetzt heutzutage sagen? Irgendwelche Pissnelken waren. Ne? Und er hat damals gar nicht so recht gehabt. Das waren total unreife Weiber, die, ja... total ich-bezogen waren, also total total arrogant und sowas. Und deswegen bin ich auch froh, dass damals nie irgendwie was Längeres gewesen ist. Und, naja gut, mein erstes Mal hatte ich auch nicht mit meiner Traumfrau. Es war dann eigentlich so, naja, ja komm, jetzt wird's langsam mal Zeit, ne? Aber... was soll's? Ne, Jugendsünden begeht jeder. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich bin total verpeilt heute, habt ihr das mal gemerkt? Aber zumindest haben wir jetzt wieder eine Rüstung und wieder Waffen. Also das, also können wir uns jetzt wieder in den Tod stürzen, dann lohnt sich das richtig. Eisen haben wir auch noch im Inventar. Eisen haben wir im Inventar. Ja, ich weiß nicht. Ich würde ja auch gern nochmal zurückgehen. Wo sind wir eigentlich in den Nether gegangen? Wisst ihr das noch? Habt ihr da eine Ahnung? Ich glaube, das war in dem Schneebiom, ne? Ich möchte mal so ein paar alte Kisten abgrasen. Weil ich möchte mich definitiv hier so ein bisschen breit machen. Jetzt rede ich hier schon vom Fortpflanzen. Ja. Aber auch das war mir nie das Wichtigste in einer Beziehung. Auch so in den späteren Beziehungen, wo man dann natürlich auch viel, ich sag mal, viel Spaß mit seiner Freundin hatte, war das für mich nie wichtig. Es war immer eine schöne Nebensache, aber es war nie wichtig. Und das für mich ist so die Hauptsache. Deswegen, ich bin auch absolut kein oberflächlicher Typ. Für mich ist die Hauptsache, man versteht sich und... man kommt miteinander klar. Was bei mir am Aussehen bei einer Frau wichtig ist, ist so dieses hübsche Gesicht. Ein hübsches Gesicht muss sie haben. Klar ist die Figur auch in dem Sinne relativ wichtig, aber auch nur relativ wieder. Ich würde nicht sagen, dass das das Wichtigste ist. Oh, guck mal an. Unsere Sachen sind hier immer noch. Und guck mal unser Inventar an, wie das aussieht. Wow. Durch dieses Licht hier. Das sieht echt geil aus. Wo müssen wir eigentlich lang? Ich habe hier überhaupt keine Wegpunkte mehr. Scheiße, dann sollten wir hier auch nicht rumlaufen. Nee, bitte nicht. Bevor wir uns jetzt in den sicheren Tod stürzen mal wieder... wir werden irgendwann zurückgehen. Das war ein Versuch wert, hier mal in den Nether zu gehen. Aber ich muss mir erst die Wegpunkte wieder aufschreiben und dann hier wieder eintragen in der Karte. Weil ohne Wegpunkte geht gar nichts. Ohne Karte. Gut, dann bleiben wir hier und dann werden wir uns mal hier so ein bisschen breit machen.
Lehm haben wir ja jetzt natürlich auch nicht mehr. Tolle Sache, klasse. Ich bin echt begeistert. Aber naja. Ja, und was ich auch ganz ehrlich sagen muss, also ich bin auch unheimlich geduldig und verständnisvoll. Und ich glaube, das schätzen aber viele auch. Und dass ich halt wunderbar zuhören kann. Ne? Das können auch nicht viele. Weil viele beschäftigen sich nur mit sich selbst. Klar, ist das richtig. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist auch eine